Willkommen in unserem kleinen Strand-Bungalow für die nächsten 5 Nächte. Wir sind in Kutipe angekommen und gerade eingecheckt in unser Hotel. Nach einer sehr aufregenden Fahrt, darüber erzählen wir gleich mehr, sind wir aber jetzt hier direkt am Beach. Wir sind in der Unterkunft Sea to the Moon und zahlen hier 46 Euro die Nacht. Also es ist wirklich teuer, aber Kutipe generell ist sehr teuer und auch sehr schwierig. Wir wollten unbedingt was mit Aircon, weil wir doch auch ab und zu arbeiten müssen. Und deswegen mussten wir dann quasi mehr oder weniger diese nehmen. Das war, glaube ich, die günstigste mit Aircon und Einzelzimmer. Aber wir sind super positiv überrascht. Kommt mal rein. Wir haben ein riesengroßes Bett mit richtiger Decke, was wir immer extrem gut finden, dass es nicht so eine komische Wolldecke oder so ist. Das Bett ist riesengroß, wir haben viel Tageslicht, wir haben einen Kleiderschrank, wir haben sogar einen Fernseher, falls man den braucht, und einen Kühlschrank, heißt, wir können Getränke kaufen und die kalt stellen. Und wir haben ein rosa Bad, was will man mehr? Sieht richtig geil aus, rosa Toilette. Ui, hübsch, hübsch. Also echt richtig, richtig gut. Ich bin wirklich happy mit der Auswahl jetzt hier. Und ich glaube, wir hatten... Frühstück ist inklusive. Frühstück ist inklusive. Also Leute, das ist schon sehr geil. Hi, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Laura und Finn, Vollzeit-Weltenbummler und digitale Nomaden. Aktuell sind wir auf einer Reise quer durch Thailand unterwegs und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal jede Menge Reisetipps, Guides und Reiseinspirationen. Abonniere jetzt schon mal unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier auf Koh Lipe kann man außerdem richtig coole Bootstouren machen. Also man kann sich hier einfach ein Taxiboot mieten, man kann auch so Gruppentouren gehen. Es gibt da verschiedene Programme und es klingt alles echt schon richtig cool. Und auch die Bilder, die wir da jetzt vorher online gesehen haben, sahen absolut atemberaubend aus. Und es unterscheidet sich dann je nach Inselumfang. Also es gibt so... Hallo! Es gibt so 5 Inseltouren oder so 7 Inseltouren. Und es gibt einen halben Tag, einen ganzen Tag. Man kann sich eine ganze Tour. Genau, man kann sich ein Boot mieten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, wir haben uns jetzt für eine 8-Insel-Tour entschieden. 5 Inseln. Und das Ganze hat 600 Baht gekostet. Ja. Und im Gegensatz zu Koh Phi Phi, wo wir nämlich eine private Tour haben. Also wenn ihr mal das Video auschecken wollt, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Das war richtig cool. Da hatten wir eine komplett private Tour den ganzen Tag. Aber never mind, heute geht es um Koh Lipe. Wir haben diesmal eine Gruppentour. Wir haben die von einem Hostel, vom Bloom Café und Hostel. Café und Hostel, genau. Genau, das war die Low-Budget-Variante quasi, dass wir heute uns einfach mal entschieden haben, was wir für 600 Baht pro Person so bekommen. Deswegen sind wir super gespannt und auf geht's. Wir sind jetzt am Boot angekommen und aktuell sind wir nur zu zweit. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie viel das jetzt ist, ob wir jetzt ein privates Boot haben oder was auch immer. Wir haben uns auf jeden Fall gestern für eine Gruppentour angemeldet. Aktuell sind es nur Laura und ich. Laura nimmt jetzt erstmal nochmal eine Seasick-Tablette, weil leider ist es heute ein bisschen windiger als gestern. Es ist irgendwie echt merkwürdig, weil gestern war das Wetter absolut perfekt. Der Captain hat jetzt mal den Motor angelassen und mal schauen, wo es als erstes hingeht. Wir haben jetzt noch 2 weitere Passagiere eingesammelt und sind dann los auf die Tour gestartet und sind jetzt auch schon bei unserem allerersten Highlight. Wir sind ungefähr 10 Minuten fahren an so einer Insel vorbei, hier im etwas tieferen Wasser. Und jetzt wird, glaube ich, geschnorchelt. Auf geht's! Wir sind jetzt an unserem 5. Stop für die heutige Tour angekommen und wir waren insgesamt an 3 Schnorchelspots und wir waren auf Koh Ravi, da haben wir eine Lunchpause gemacht und durften uns ein bisschen relaxen am Strand, ausruhen. Und das ist jetzt eben unser 5. Stop. Ich weiß gar nicht, ob danach noch was kommt. Es ist wirklich eine traumhaft schöne Inselwelt hier. Also es ist wirklich, das Wasser ist glasklar, es ist so atemberaubend schön. Das erinnert uns ein bisschen an die Philippinen, sagen wir schon die ganze Zeit. Da haben wir auch schon mehrere Inselhopping-Touren gemacht. Und es ist echt irgendwie ein ähnlicher Vibe. Super, super schön hier. Leider ist es halt ein bisschen windig, deswegen ist auch die Sea ein bisschen rough. Aber es ist wirklich alles eigentlich noch im grünen Bereich. Also an sich ist es wirklich eine super coole Tour. Und wenn man mehrere Tage auf Koh Lipe verbringt und sich irgendwie überlegt, hey, man will noch was unternehmen, dann würden wir auf jeden Fall das auch empfehlen. Aber bei uns ist es jetzt irgendwie gerade so, dass halt einfach wir persönlich sind als erste Mal auf Koh Lipe und wir fanden Koh Lipe schon so unglaublich schön. Und ich glaube, wenn man Low Budget reisen möchte und irgendwie Geld sparen muss und so,
kann man auch die Zeit sehr gut auf Polyp verbringen, ohne so eine Tour machen zu müssen. Aber wie gesagt, wenn man was unternehmen will, auf jeden Fall. Was uns halt ein bisschen fehlt, ist hier so ein bisschen so ein Highlight. Also so irgendwas, was uns so richtig von den Socken haut. Wie sagt man das? Aus den Socken haut, keine Ahnung. Also versteht mich nicht falsch, zu schnorcheln ist total schön. Es sind super tolle Korallen, viele Fische, die ganz neugierig zu einem kommen. Aber es ist einfach, ja, irgendwie haben wir auf Polype auch schon sehr viele schöne Ecken gesehen. Und deswegen, wer da ein bisschen Geld sparen will, können wir empfehlen, auch einfach dann nur auf Polype zu bleiben. Um nach Polype zu kommen, gibt es eigentlich so drei Möglichkeiten. Polype selber hat leider keinen Flughafen oder auch vielleicht zum Glück. Und ihr könnt entweder, wenn ihr aus Thailand direkt kommt, von Koh Lanta aus kommen oder ihr kommt direkt vom Festland aus. Das heißt, man kann dann auch mit dem Minivan hier an den Hafen fahren und dann mit der Fähre nach Polype kommen. Aber man muss immer, egal wie man nach Polype möchte, eine Fähre nehmen. Eine weitere Möglichkeit gibt es aber auch noch. Man kann nämlich aus Malaysia kommen, von der Nachbarinsel. Langkawi Island heißt die. Die wollen wir unbedingt mal sehen. Leider wird es dieses Mal nicht klappen, da hinzukommen. Aber steht ja jetzt bei uns ganz oben auf der Bucketlist. Also, und das Coole ist, wenn man dann aus Langkawi kommt, dass man dann natürlich aus Malaysia kommt und dass dann eine Immigration auch hier in Koh Lipe am Strand ist. Genau, es ist so ein ganz kleines, süßes Haus. Man kommt dann am Strand an und ist quasi in Thailand und kann dann hier einreisen, bekommt seinen Stempel in den Pass. Und es ist irgendwie schon eine coole Erfahrung. Wir wollen die auf jeden Fall auch nochmal irgendwann machen. Leider schaffen wir es diesmal nicht. Aber es ist quasi auch, wenn man einen Visa-Run machen muss, vielleicht auch mal eine interessante Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man eben aus Thailand kommt, einen Visa-Run nach Malaysia macht oder eben andersrum. Schon irgendwie witzig. Für uns ging es aber, wie wahrscheinlich die meisten von euch schon wissen, aus Koh Lanta nach Koh Lipe. Wir haben dann nicht vorher auf Koh Lanta, checkt die Videos auf jeden Fall mal aus. Und unsere Überfahrt sollte eigentlich total einfach sein, weil aus Koh Lanta fährt ein Speedboot direkt nach Koh Lipe. Es dauert anderthalb Stunden. Zweieinhalb Stunden. Und wir hatten alles perfekt organisiert, aber dann kam Classic Thailand. Wir sind mit dem Speedboot losgefahren, es ging mit Vollgas an Koh Lanta vorbei, Richtung Koh Lipe. Und nach einer halben Stunde hat das Boot einfach umgedreht. Irgendwie ist ein Motor ausgefallen von dem Boot oder so. Und wir sind eine halbe Stunde wieder in die andere Richtung, aber deutlich langsamer gefahren. Und dann kamen irgendwann zwei andere Speedboote, auf die wir dann komplett verladen wurden. Das heißt, das gesamte Gepäck wurde auf dem Wasser in die anderen Speedboote geladen. Und dann sind wir auch wieder umgestiegen und dann die letzten zwei Stunden über das offene See da mit dem anderen Speedboot gefahren. Das heißt, es hat ein bisschen länger gedauert, es war mal wieder typisch Thailand. Transport, genau, so ist das Reisen in Asien. Nichtsdestotrotz war es echt super schön, dann anzukommen. Wir sind so happy, jetzt hier zu sein. Wir haben die ersten Tage jetzt hier verbracht und müssen wirklich sagen, Koh Lipe beeindruckt uns. Generell ist Koh Lipe für Low-Budget-Reisende oder Backpacker ein bisschen abschreckend, da hier die Preise relativ hoch sind. Also dadurch, dass die Insel die südlichste Insel von Thailand ist und man einfach eine lange Anfahrt quasi hat und für die Anfahrt relativ viel bezahlen muss, plus dann auch alle Unterkünfte hier relativ teuer erstmal erscheinen, ist es oft abschreckend und es kommen wenig Backpacker hierher. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, dass hier vor Ort weitaus günstigere Preise für Unterkünfte vorgeschlagen und angezeigt werden als im Internet. Also wir haben im Internet vorher echt viel recherchiert, haben und dann auf booking.com eine Unterkunft für, ich glaube, über 1500 Baht die Nacht, was extrem über unserem Budget eigentlich liegt, gebucht. Und dann haben wir jetzt aber hier gesehen, dass es teilweise in den Hostels Preise für ein privates Zimmer für 850 Baht gibt. Oder zum Beispiel haben wir vorhin eine Monthly-Unterkunft gesehen, die hat irgendwie nur 250 Euro für den ganzen Monat mit Aircon, mit einem guten Bett und so weiter gekostet. Heißt, hier vor Ort kriegt man auf jeden Fall günstigere Preise als im Internet. Heißt, unser kleiner Spartipp für alle Low-Budget-Reisenden wäre, bucht euch vielleicht ein oder zwei Nächte im Internet. Und wenn ihr länger bleiben wollt, schaut dann hier vor Ort, weil man kriegt hier echt überall angezeigt Room for Rent. Das gleiche gilt auch fürs Essen. Generell ist es hier ein bisschen teurer. Es gibt sehr viele sehr schicke Restaurants, Strandrestaurants und so weiter. Und deswegen versuchen wir immer relativ local zu essen und dann geht es auch relativ günstig.
Was uns so hier auch noch zusätzlich auffällt, ist die Sache, dass zum Beispiel der 7-Eleven einfach fast doppelt so teuer mit manchen Sachen ist, wie auf anderen Inseln oder am Festland. Also normalerweise zahlen wir für so einen Wasserkanister immer so 40 Baht und hier kostet er 82 Baht. Also die Unterschiede sind einfach gigantisch. Aber ihr müsst euch auch immer vorstellen, die Sachen werden antransportiert aus dem Festland. Es ist super umständlich. Die werden echt in so Longtail-Booten hierher geschippert und dann muss es über die Insel gekarrt werden. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig und deswegen ist es dann auch teurer. Nichtsdestotrotz kann man hier auch sehr günstig Zeit verbringen. Hier bei Madame Yoho gibt es auf jeden Fall richtig günstiges Essen für alle Low-Budget-Leute unter euch. Hier kostet das Partei nur 70 Baht und schmeckt extrem gut. Also, unser Essen ist jetzt da, deswegen guten Appetit. Kommen wir nun zum Allerwichtigsten in einem Urlaub, zumindest für uns, und das sind definitiv die Strände. Wir sind beide so krasse Inselkinder und wir lieben einfach einen schönen Strand und ein schönes Meer, wo man baden kann. Und ich glaube, es gibt nirgendwo in Thailand schönere Strände als hier auf Koh Lipe. Es ist wirklich vergleichbar mit den Malediven. Teilweise haben uns die Inseln hier auch total an die Philippinen erinnert. Und es ist so wunderschön. Der Sand ist einfach puderzuckerweiß, total weich. Und das Meer ist wirklich überall super türkis, super schön zum Baden, nicht zu hohe Wellen. Und wir befinden uns hier gerade am Sunrise Beach. Wir wohnen am Sunrise Beach. Und genau gegenüber ist der Pattaya Beach. Das ist der Hauptbeach. Da kommt man eigentlich mit jedem Boot kommt man da an. Da starten auch die meisten Touren. Und da gibt es auch mehrere Stegereien, dass man eben die Speedboote etc. boarden kann. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite den Sunset Beach. Und der ist richtig perfekt, um den Sonnenuntergang anschauen zu können. Weil es geht wirklich perfekt in der Mitte hinter diesen Longtail-Booten die Sonne unter. Und es ist absolut traumhaft. Sollte auch in jede Koh Lipe Bucketlist. Das Witzige hier auf der Insel ist auch, dass dadurch, dass sie so klein ist, man wirklich fast alles zu Fuß erreichen kann. Und wenn nicht, dann gibt es die Taxiboote, die euch quasi von dem einen Strand zum anderen Strand auf der anderen Seite oder zum Sunset Beach zum Beispiel bringen können. Für 100 Baht ist ein Fixpreis pro Fahrt und die bringe ich überall hin, wo ihr eigentlich dann auf der Insel hin wollt. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Scooter oder Autos hier auf der Insel. Es gibt ein paar. Aber man kann sich definitiv als Tourist kein Scooter leihen, beziehungsweise es ist nicht wirklich kommen oder einfach, das irgendwie zu machen. Deswegen eigentlich nur die Locals haben Scooter und versuchen damit eben Ware von A nach B zu transportieren. Aber ansonsten ist es perfekt für den Urlaubsvibe, weil man wirklich alles, was man braucht, eigentlich zu Fuß erreichen kann. Wir müssen wirklich sagen, die Schönheit von Koh Lipe auf Video festzuhalten, ist uns schon wirklich fast schwer gefallen, weil einfach kein Bild oder Video diesem wunderschönen Vibe der Insel gerecht werden kann. Wir haben definitiv noch keine Insel in Thailand entdeckt, die uns so gut gefallen hat. Wir finden sogar, es ist eine fantastische Idee für die Flitterwochen, weil man auf dieser kleinen Insel wirklich alles hat, von tollen Unterkünften, einer wunderschönen Walking Street bis hin zu fantastischen Stränden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann liked es doch gerne und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das ist mein Aftermovie. So geiles Eis. Schmeckt wirklich sehr gut.